Hallo zusammen, heute machen wir ein sensationelles Czechedina-Gulasch aus dem Dutch Oven. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, es ist Zeit, den Dutch Oven rauszukramen. Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Ja, das Wetter ist ja so verregnet, da dachte ich mir, ich muss unbedingt was im Dutch Oven machen. Die Grundidee von diesem Czechedina-Gulasch geht auf ein Rezept von Eckhard Witzigmann zurück. Und wer den nicht kennt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Wir starten also mit jede Menge Zwiebeln, ich zeige euch hier nur einen Teil davon und Knoblauch, die genauen Angaben wie immer unten in der Videobeschreibung. Sobald der Knoblauch einigermaßen fein gehackt ist, packen wir das Ganze in einen Mörser. Ich habe hier meinen Lieblings-Olivenholzmörser und in diesen Mörser geben wir dann der Reihe nach noch gut 1 bis 1,5 Teelöffel Zucker und etwas Kümmel mit rein und dann machen wir daraus eine Masse. Das ist die Gewürzmasse, die hauptsächlich am Ende den Geschmack an unser Gulasch gibt. Wenn alles glatt läuft, habt ihr am Ende so ein bisschen mehr als einen Teelöffel davon. Das reicht vollkommen aus, das hat es echt in sich. Dann nehmen wir etwas Petersilie, ihr könnt jetzt Blattpetersilie nehmen oder krause Petersilie. Da schnüre ich dann so ein Päckchen draus. Das hat den Vorteil, das wird halt mitgegart. Man soll es aber am Ende wieder entfernen können, weil Petersilie an für sich, wenn es ja länger kocht, ja grau wird. Soll aber trotzdem den Geschmack abgeben. In der Zwischenzeit, wo unsere Coco-Briketts vom Kohlenkaspar, von Mac-Brikett vorheizen, habe ich hier zweimal Paprika, die wir komplett verkohlen lassen. Einfach aufgespießt und auf unseren Anzündkamin geschmissen. Und wenn das mal schwarz ist von beiden Seiten, dann packen wir das Ganze entweder in eine Plastikschüssel mit Deckel oder einfach in eine Plastikhülle, Plastiktüte, einen Zipbeutel, was auch immer. Da können dann die Paprika noch etwas vor sich hinschwitzen. So, kleiner Trick. Den Dutch Oven setzen wir heute zum Ankokeln auf den Anzündkamin und fangen an mit etwas Olivenöl und den Zwiebeln. Wenn die Zwiebeln einmal so ein bisschen angeschwitzt sind, packen wir diese an den Rand und schmeißen schon mal das Fleisch in die Mitte. Ich habe hier ein gutes Kilogramm Gulasch von Green Ox. Das habe ich mal getestet, Green Ox. Packe euch auch den Link zu dem Online-Shop von Green Ox mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch ja auch mal ansehen. Ja, ich packe dann das Fleisch, wie gesagt, in die Mitte und die Zwiebeln lassen wir außen. Und dann lassen wir das Ganze ein paar Minuten von unten etwas anbrutzeln. Wenn die paar Minuten rum sind, packe ich 1 bis 2 Esslöffel Tomatenmark in die Mitte, denn auch das schmeckt am besten, meiner Meinung nach, wenn es etwas mit angeröstet wird. Dann brauchen wir noch Paprikapulver. Das haue ich am liebsten erstmal über die Zwiebeln. Dann verteilen wir das so ein bisschen. So, jetzt das Anbrutzeln nochmal im Schnelldurchlauf hier. Und nach 5 bis 10 Minuten alles einmal miteinander vermengen. Noch ein paar Minuten später geben wir unsere Knoblauch-Salz-Kümmel-Mischung hinzu und zwischendurch Rühren nicht vergessen und etwas Gemüsebrühe. Dann das Petersilienbündel und dann können wir unseren Dutch Oven schließen und lassen diesen, ja, sagen wir mal mit so gut 8 bis 9 Kohlen unten.
und dem Rest hier oben drauf für circa 1 bis 1,5 Stunden köcheln. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um unsere Paprika. Im Originalrezept vom Witzigmann wird die Paprika, nachdem die Haut abgezogen ist, püriert. Ich glaube, für uns reicht heute die etwas, ich sag's mal vorsichtig, einfachere Variante. Wir entfernen die verkohlte Haut, die lässt sich dann so abziehen und dann würfeln wir einfach. Ich muss das jetzt nicht pürieren. Wenn dann unsere gute Stunde, was habe ich jetzt, eine Stunde, 15 Minuten oder sowas, rum ist, entfernen wir das Petersilienpaket und geben unsere Paprika hinzu. Da es sich um Cegedina-Gulasch handelt, müssen wir ab einem bestimmten Punkt Sauerkraut hinzugeben. Das sind etwa 700 Gramm Weinsauerkraut, die wir dann mit unterheben. Ich sag mal so, Rezepte sind gut und schön. Wichtig ist, dass ihr immer genug Flüssigkeit mit in dem Topf habt. Weil wenn jetzt das Sauerkraut hinzukommt und so, muss man schon gucken, dass, und je nachdem wie die Beschaffenheit von dem Fleisch ist, dass man genug Flüssigkeit drin hat. Ansonsten einfach noch etwas Wein, Bier oder von mir aus einfach Gemüsebrühe draufkippen. So, ihr seht das, Flüssigkeit wird langsam knapp. Gutes Zeichen, wir sind noch eine gute Stunde weiter. Jetzt geben wir etwas Sahne unter und das ist auch eigentlich der letzte Schritt. Dann ist unser Gulasch fast fertig. Ich hoffe, dass der Sommer nochmal wiederkommt und wir nicht nur permanent Dutch Ofengerichte kochen müssen. Wenn ihr die Sahne untergerührt habt, könnt ihr das eigentlich schon servieren. Ich finde es eine Geschmacksexplosion, frei nach Witzigmann, auch komplett nur mit Löffeln gerührt. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Rezept gefallen hat. Gerne einen Kommentar und ein Abo, falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid. Dazu passt hervorragend geplankter Kartoffelstampf. Das Video gab es vor ein paar Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.